Hallo, in diesem Video lernst du nun etwas über die Lupine. Ich werde vor allem was über die blaue Lupine erzählen. Es gibt aber auch noch weiße und gelbe Lupinen. Jetzt hast du dich aber bestimmt gewundert, warum die blaue Lupine weiße Blüten hatte. Dies ist aber in der Tat der Fall. Die blaue Lupine kann blaue Blüten oder weiße Blüten haben. Und bei genauerem Hinsehen, da ist die weiße Blüte der blauen Lupine dann doch auch blau schimmernd. Die Lupinenarten unterscheiden sich in den Ansprüchen an Boden und Klima, in der Qualität der Ernteerzeugnisse, der Anbautechnik und auch in der Krankheitsanfälligkeit. Da die blaue Lupine am wenigsten anfällig für Krankheiten ist, wird sie in Deutschland am meisten angebaut. Die Lupine ist eine gute Vorfrucht, da sie Stickstoff im Boden fixiert und die Phosphatverfügbarkeit für andere Pflanzen verbessert. Außerdem trägt ihr stark verzweigtes Wurzelsystem zur Strukturverbesserung des Bodens bei. Was man beim Anbau jedoch beachten sollte, ist, dass die Lupine nur eine geringe Konkurrenzkraft gegenüber Unkräutern hat. Daher sollten stark verunkrautete Böden gemieden werden. Um ein gutes Wachstum der Lupine zu gewährleisten, sollte möglichst früh gestriegelt werden. Dabei wird das Unkraut mechanisch entfernt. Die blaue Lupine blüht Anfang Juni für etwa 20 Tage. Mit zunehmender Bräune der Hülsen werden die Lupinen dann erntereif. Durch den hohen Proteingehalt eignen sich die Lupinen dann als Futter für Rinder, Hühner oder Schweine. Vor allem im Mittelmeerraum ist die Lupine auch in der menschlichen Ernährung von Bedeutung. Aber auch bei uns landen sie immer öfter auf dem Teller, zum Beispiel als Lupinenburger. Nun hoffe ich, du hast etwas über die Lupine lernen können. Bis zum nächsten Video.